Da wollte ich natürlich auch gerne Hitlerjunge werden. In dem Alter auch schon. Mein älterer Bruder war HJ schon, ne? Und die machten auch Geländespiele und so. Und ich durfte noch, ich war noch nicht 10, ne? Das war also 40 oder so. Nicht da, da war ich 6 Jahre oder 5 oder 6 Jahre. Und glaubte natürlich immer noch an den Endsieg, der uns ja eingeredet wurde, ne? Und das Hitler die V1 und die V2 und dann die Wunderwaffe, die würde er noch einsetzen und dann würden wir siegen. Ne? Feste Überzeugung. Ne? Mein Großvater hatte Schweizer Pass, also Schweizer Nationalität. Der war natürlich völlig antimilitaristisch und auch gegen das System und der erzählte, mit dem war ich dann oft im Gespräch, und der erzählte, wenn von Hitler die Rede war, immer vom Gröfatz, der größte Feldherr aller Zeiten, ne? Oder vom Gefreiten, weil der ja im Ersten Weltkrieg es bis zum Gefreiten gebracht hat. Ne? Gleichzeitig aber sei vorsichtig, sowas darfst du nicht sagen, dass ich dir das erzählt habe. Ne? Aber gut, habe ich dann auch so akzeptiert. Auch der hatte mein Mitmarschieren da bei den Soldaten irgendwie nie beanstandet oder nie gesagt, mach das mal nicht oder das ist nicht gut oder so, sondern das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, aber das wurde geduldet. Ne? Dann hat man in auch eine Kindheitserinnerung, eine sich wiederholende, in dem Haus, wo wir lebten, wohnte, war ein Bäcker und Konditor. Und der kam dann regelmäßig in den Hinterhof, wir wohnten in der ersten Etage, und rief, oh, ihr kommt runter, Zucker lecken. Wir gingen runter und da hatte er einen frisch gelieferten Fass stehen mit Zucker. Und ich habe dann einen Finger abgelegt, reingesteckt, und das war alles Zucker lecken. Ja? Auch das, obwohl das nun wirklich für ein Kind nicht besonders gesund ist, haben meine Eltern oder meine Mutter auch geduldet, und also insofern, ich finde jetzt im Nachhinein klugerweise viel Freiheit gelassen. Ne? Waren Sie ein unbeobachtetes Kind? Also kein, wie nennt man die heute, Drohnenkinder oder was, die von den Eltern hergerufen, Helikoptereltern. bitte? Helikoptereltern. Helikoptereltern, ja. Nein, das ganz sicher nicht. Ne? Aber in einer sehr liebevollen Umgebung sozusagen aufgewachsen. Ne?